Bei jeder Abhängigkeitserkrankung ist natürlich ein hoher psychologischer Effekt zu sehen. Manche Menschen neigen von ihrer Persönlichkeit sehr stark zu dieser Abhängigkeit und fühlen sich psychisch wahnsinnig abhängig, können nicht einmal daran denken, dass sie eine Sekunde nicht jetzt eine Zigarette nehmen könnten, wenn sie möchten. Andere wiederum sind die sogenannten Gesellschaftsraucher, die können auch einmal tagelang auf das Rauchen verzichten. Und da ist es eine Frage der Bewertung. Also wir sind Psyche. Es gibt keinen Menschen, der nicht eine psychologische und eine gefühlsmäßige Beteiligung hat. Aber wenn sie emotional sehr stark abhängig sind, und das hat auch was mit Angst zu tun, dann müssen sie auch die Hilfe mehr in dieser Richtung suchen. Das Schlimme beim Rauchen ist, dass sie auch ein Tier abhängig machen können. Daran sieht man, dass es schon ein Suchtmittel ist. Also Nikotin ist ein Suchtmittel und dass sie schon in 3 Wochen abhängig sein können, das können wir nachweisen. Auch bei Ratten, die sind ganz rasch, wenn sie sie passiv berauchen, nikotinabhängig. Also die Abhängigkeit geht viel schneller, als man glaubt. Die Menschen denken lange noch, dass sie freiwillig rauchen und werden aber durch das Nikotin und durch diese positiven Effekte, die sie dabei erleben oder erwarten, schon abhängig gemacht. Also Abhängigkeit spielt eine Rolle und die körperlichen Entzugserscheinungen können da sein. Allerdings sind sie nicht das Führende, denn körperlicher Entzug ist sehr schnell beendet, 2 bis 3 Wochen, und dann geht es nur mehr um die Seele und um die psychische Befindlichkeit. Wenn ich mit dem Rauchen aufhören möchte, ist der erste Schritt, dass das Möchte passiert, weil häufiger wird es von außen herangetragen, dass es ein Sollen oder Müssen ist. Das heißt, Sie brauchen den ersten Kick in der Motivation, dass Sie sagen, ja, das kann ich tun. Viele Raucher, die wir kennen, haben schon mehrmals erlebt, dass sie das versucht haben und wieder rückfällig geworden sind und haben daher eine Motivationsschwäche. Aber eines darf man nicht unterschätzen. Wenn Sie selber ein Ziel formulieren können, dass es wert wäre, das auf sich zu nehmen, dann sind Sie meiner Ansicht nach schon ein Gewinner.